Zoe Kunstmatigard, daughter of late tech billionaire Max Kunstmatigard, has now been missing for over 24 hours. She was last seen by her stepmother and guardian, Mary, after they returned home from the hospital where Zoe had been treated for a mental health episode. Medical details are being withheld for privacy concerns. The Forest Grove community was shocked and dismayed by the news. The Kunstmatigards have been the pride of the small but affluent community for years, benefiting from Max's philanthropy and public works after making his mark on the tech world with groundbreaking artificial intelligence and nanotechnology. In a tragic twist of fate, the newly established remote forensics branch of the Department of Homeland Security will be the first to use the Kunstmatigard nanodeck to investigate Zoe's disappearance. Okay, cool. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen zu Forest Grove, einem kleinen, aber feinen Crime-Spielchen. Ich bin mal gespannt. Ich gucke in letzter Zeit extrem viel True-Crime-Zeug. Deswegen, ich habe Bock drauf. Und nicht wundern, warum ohne Cam. Ich hatte mal spaßeshalber bloß so reingekiekt. Gameplay von jemand anders. Irgendwo in der Mitte oder so. Ja, und schien mir so, dass es doch besser wäre, glaube ich, ohne. Warum klingt das so? Hä? Habe ich das in der Hand gehabt? Kann ich das nehmen? Okay, Eider Commander. Dies ist die zugewiesene, was ferngesteuerte Lightstick. Um ihn zu benutzen, drücke bla, um die Platzierungsmarkierung zu sehen. Lass Hanna los, um den Lightstick an diese Stelle zu platzieren. Okay, aber wo muss... Ist das schon richtig? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich lasse den da mal stehen. Ist halt so... Ich hoffe, ich kriege das vernünftig hin. Mit unseren anscheinend sehr, sehr modernen Möglichkeiten. Und man sieht vielleicht... Ich spiele über PS5. Ich weiß nicht, vielleicht ist eigentlich eher über PC einfacher oder so. Aber ich habe es mir mal so gekauft. Okay, hier haben wir Persons of Interest, die wahrscheinlich was mit dem Verschwinden zu tun haben werden. Das ist mir aber trotzdem immer noch ein bisschen komisch. Okay, haben wir Informationen zu den Leuten? Zoe... Was? Kunstmatigard oder so. Wir bleiben mal bei Zoe, ne? Sie ist ein Kind mit vielen Problemen. Sie hat ein schweres Leben hinter sich, denn ihre Eltern sind gestorben. Okay, das ist Zoes Mutter Mary. Max hat Mary wahrscheinlich als Trophäenfrau betrachtet, wenn du mich fragst. Ist sie aber eine kluge Frau? Mehr Informationen findest du auf deinem Tablet. Okay, ist schon mal scheiße vom... Na, wahrscheinlich dein Mann, ne? So, Zoes Vater Max. Max ist der Grund, warum wir alle hier sind. Der arme Kerl ist viel zu früh gestorben. Okay... Henrietta, die Haushälterin des Hauses. Sie scheint ganz nett zu sein, aber wir untersuchen ihre Vergangenheit. Irgendetwas stimmt nicht bei ihr. Mehr Informationen, okay. Tablet müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Zoes Freund Keith, ein sehr kluger Junge, manchmal etwas nervös, aber mit viel Potenzial. Mhm. Hier haben wir Zoes beste Freundin Yuki. Ein nettes Kind, scheint eine gute Freundin für Zoe zu sein. Sie ist derzeit in Japan. Das ist Max, Geschäftspartner. Was? Roger? Ich habe da erst Rogen gelesen. Entschuldigung. Es ist überraschend schwer, Hintergrundinformationen über ihn zu finden. Vielleicht gelingt es dir besser als mir. Mir kommt das aber so vor, als ob der Fall schon mal quasi in Angriff genommen wurde und dass unser Vorgänger uns irgendwie ein bisschen hinterlassen hat. Keeves Chef Brett. Ach du Scheiße. Sorry, aber so wie der aussieht. Dieser Typ ist ein bisschen altmodisch und unberechenbar. Er hat eine Vergangenheit mit dem Gesetz. Ja, gut, wer hat die nicht? Das ist mir trotzdem immer noch... Was ist das hier? RFI-Gear? So, da kommt mal... Jeder Remote Forensic Investigator enthält ein Tablet. Du kannst es mit Bla-Taste aufrufen. Mach dich mit ihm vertraut. Du wirst es während deiner Ermittlungen benutzen. Oh Gott. Das könnte vielleicht ein bisschen dauern, bis ich mich da reingefuchst habe, ne? So, dies ist dein RFB-Tablet, auf dem du den Status deiner Ermittlungen überprüfen kannst. Über die Registrierkarten im Navigationsmenü oben hast du Zugriff auf deine Beweistafeln und Einstellungen. Okay, weiter.
Das Navigationsmenü auf der linken Seite zeigt deinen Ermittlungsstatus, den Zugang zum Transport in die einzelnen Etagen und das... Etagen? Erste Etage, Hauptquartier? Okay. Und das Lesen weiterer Informationen zum Fall. Hast du mich quasi... Meint ihr auch wirklich Etagen? Okay. Mein... Okay, da haben wir ja hier nochmal Fall RF. Hast du nicht gesehen? 01? Hier kannst du den Status deiner Ermittlungen für jede Etage überprüfen. Du kannst auch die Standorte von Biospuren, Audiofragmenten und mehr sehen. Also ist das mehr oder weniger ein großes Hochhaus? Klicke auf den Namen eines Zimmers, um dich direkt dahin zu transportieren. Ich würde wahrscheinlich erst ein bisschen rumlatschen. Klicke auf die Hovercam und den Lightstick, um dies aufzuheben. Klicke erneut, um es an den gewünschten Stellen loszuwerden. Aber ich habe immer noch nicht so wirklich begriffen, was das macht. Okay, hier haben wir mehrere Etagen. Wie gesagt, ich würde mich nicht unbedingt dahin teleportieren lassen, sondern erst mal gucken, vielleicht weiter, wenn wir im Fall ein bisschen weiter sind. Zoes Arzt. Den hatten wir aber noch nicht, oder? Endokrinologe, Allgemeinmediziner. Endokrinologe. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit dem Wort komisch. In der Medizin, okay, geschieden, ledig. Vorherige Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer. Wird, glaube ich, schon ganz gut sein, wenn wir jetzt erstmal alle durchgehen. Mary, Leiterin einer gemeinnützigen Organisation, die von den Kunden... Foundation finanziert wird. Häufiges Mitglied von Planet CrossFit. Okay, keine Vordelikte. Moment. Das ist Zoes Mutter. Archäologie. Cotard-Syndrom. Keine Ahnung, was das ist. Starb 69 an selbst zugefügten Wunden. Warte mal. Zoes Mutter. Warte mal, was stand hier? Zoes Mutter Mary. Hä? Ich wusste, irgendwas war doch... Warte mal. Warte. Person von Interesse. Ach, Stiefmutter. Steht hier auch Stiefmutter? Na, Zoes... Ne. Spiel. Das ist fies. Aber war ein bisschen auffällig. Okay, es steht ja auch da. Stiefmutter habe ich jetzt erst nicht so mitgekriegt, aber okay. So, Austauschschülerin von Jahren, was, für ein Jahr in OR, keine Ahnung. Studentin der Fabrik, keine Vorstrafen, der Geschäftspartner. Nach Steuerermittlung stellte sich heraus, dass er hohe Schulden bei ausländischen Staatsangehörigen hatte. Zuvor wurde gegen ihn wegen Insiderhandels ermittelt, keine Anklageerhebung. Das Problem ist, mein Kopf rattert gerade so ein bisschen durch, was ich... Ich liebe halt Insolito. muss man sich geben. Also wenn man True Crime mag, dann auf jeden Fall für mich Nummer 1 Kanal auf YouTube. Wo er gerade so ein bisschen durchrattert, welchen Fall das ungefähr so im Real Life gewesen sein könnte. Da gab es, glaube ich, auch mal einen, wo dann der Geschäftspartner vom Vater die komplette, glaube ich, Familie ausgelöscht hatte. Und er am Anfang so die komplette... Oder der Vater der Familie im Fokus stand. Aber der wurde ja mit bei den Leichen gefunden. Also, ja, also daran erinnert es mich zumindest so ein bisschen. Deswegen, aber ich will... Das Problem ist, ich und nicht vorverurteilen. Das ist schwierig. So, der soll 72... Ja, gut, vielleicht doch. Besitzer von Electro Conroad Mechanics Shop. Aktiv in Datenschutz und... Was? Anachronistengruppen? Keine Ahnung. Mehrere Verhaftungen wegen Drag Racing und illegaler Fahrzeugkonstruktion. Ja, jetzt nicht so viel Auffälliges. Besitzerin und Betreiberin des Willifin Happy Home Cleaning Service. Eingebürgerte Staatsbürgerschaft 63. Keine Vordelikte. Das ist erstmal gut. So wie Freund. Schüler, der an. An begabten AP-Programm teilnimmt. Ich hoffe, das wird noch erklärt. Bekannter Partner von Brad Jaworski, um Gottes Willen. Frühe Verhaftung wegen Vandalismus, gewaltige Proteste und Computerhacking. Könnte was sein. Okay, Gründer, CEO von Gardens. Okay, Witwer von Rebecca. Vermutlich Selbstmord, Dezember 71. Er hat ja wieder eine neue Frau mehr oder weniger gefunden. Oder vielleicht war das eher für ihn so eine Art Trost, weil seine eigentliche Frau gestorben ist.
er aber gemerkt hat, das ist es nicht wirklich oder das bringt nichts. Vielleicht, wenn es wirklich Selbstmord war, dass es vielleicht in die Richtung geht. Ich wollte gerade sagen, warum ist da immer noch eine 6? Was? Genug Beweise gesammelt wurden, einen Fall zu lösen. Volles Vertrauen für ihn. Okay, gut. Jetzt haben wir hier noch Taschenlampe. Glaube ich, oder? Jede Remote Forensic Investigator bekommt eine Taschenlampe. Deine kannst du mit der Taste Bla ein- und ausschalten. Das ist eine einfache Taschenlampe. Nichts Ausgefallenes. Wenn du etwas Ausgefallenes willst, nimm dir den zugewiesenen Lightstick. Okay, aber den schleppe ich anscheinend dann so mit mir rum, ne? Okay, machen wir hier noch ein Tagebuch oder so? Orientierungsbuch. Überprüfe einen Gegenstand, indem du ihn drehst oder bewegst. Bis alle Beweisindikatoren aufgereiht sind. Okay, sobald alle Beweise gesammelt sind, erscheint der Gegenstand auf deiner Beweistafel. Okay. Aber woran erkenne ich das jetzt? Kann ich das... Ich würde es halt gerne... Kann ich es mit X... Nee, mit X kann ich es nicht aufklappen. Physische Beweistafel. Warte mal, was steht da? L1? Ist das L1? Okay, physische Beweise. Hier befinden sich alle physischen Gegenstände aus den Ermittlungen. Jeder physische Gegenstand kann wichtige forensische Beweise enthalten. Diese findest du rechts neben dem Gegenstand. Wenn ich wahrscheinlich dann wieder den Aufruf, ne? Einige der forensischen Beweise, die auf Gegenständen gefunden werden können, mit anderen Gegenständen verknüpft werden. Benachrichtigungen über diese Verknüpfung erscheinen in dieser unteren Ecke. Das ist halt unglaublich klein, ne? Hinweise, Spuren und Personen von Interesse kommen zum Vorschein, wenn mehrere Gegenstände untersucht und Verknüpfungen aufgedeckt wurden. Finde ich schon mal nice. Wenn du mit dem Mauszeiger über ein Symbol fährst, werden Informationen zum jeweiligen Beweisstück angezeigt. Außerdem wird die Tafel automatisch nach verwandten Beweisstücken gefiltert. Ich werde hier, glaube ich, sehr, sehr oft vorbeischauen. Aber okay. Digitale Beweise. Hier finden sich alle digitalen Gegenstände aus den Ermittlungen. Sie bestehen aus Fotos, Dokumenten, Nachrichten und mehr. Jeder der digitale Gegenstände wird auf deiner Zeitliste eingezeigt und kann bearbeitet werden. Kann bearbeitet werden? Okay. Hier kannst du die Gegenstände nach der Person, die dich interessiert, dem Datum oder die Art des digitalen Gegenstands filtern. Okay, wir haben ja noch einen Schritt weiter. Hier haben wir das Tablet. Aber ich werde. Ich denke, also, vielleicht haben wir hier auch gar nichts weiter. Und das ist mehr. Ist halt mehr unser Tutorial-Raum, ne, wo wir ein bisschen lernen können oder so. Overcam? A biotrace is a representation of a person and sound in nanoform. A hovercam is a consumer-grade security drone. In the nanodeck, there are reconstructed biotraces in the Kunstmatergard's residence. Using the hovercam, you'll be able to reconstruct conversations and images with them. Don't worry. It'll make sense in the nanodeck. Ich hoffe ja mal. Okay. The nanodeck allows us to reconstruct a snapshot of any scene in the real world. Data is streamed from on-site drones back to the nanodeck in the event of a crime or inspection. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz. The nanodeck allows us to reconstruct a snapshot of any scene in the real world. Data is streamed from on-site drones back to the nanodeck in the event of a crime or inspection. Okay, sage ich jetzt einfach mal so. Ist das hier? Gabel. Toll, da ist noch ein bisschen... Hä? Also... Oh lol, habe ich das beim Buch vielleicht übersehen? Also, es ist ja bloß Tutorial-mäßig. Verdorbene den... Ah lol, da, okay, da oben sind... Ah, okay, da oben sind Dings. Habe ich hier noch... Schweißstoff. Okay, wie komme ich nochmal ins Dings? Okay, das ist Orientierungsgabel. Okay, wenn ich hier drüber fahre. Aber schön, dass mir nochmal angezeigt wird, wie lange ich wahrscheinlich für irgendwas brauche. Die Gabel, die als Beweismittel bei der Orientierung dient. Das sind ein paar winzige Krümel drauf, Beweise, die auf dem Gegenstand gefunden wurden. Schweißstoffwechselprodukte? Okay, digital habe ich noch nicht. Aber okay, warte mal, dann lass noch mal kurz zum Buch gehen. Haben wir da auch Pünktchen oben? Wir haben einen Punkt oben.
Ich würde es halt zu gern aufklappen. Ah, oh Gott. Ja, das ist halt übel winzig, ne? Aber ich finde es wenigstens schön. Ich finde es wenigstens schön, dass wir oben eine Orientierung haben, wie viele Beweise da von jeglichen Dings sein müssten, ne? Bei den Beweisen. So, das hatten wir. Ja, gut, das sind Krümel. Analyse abgeschlossen. Kekskrümel. Habe ich. Oh, nein, nee, nee, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich gucken. Erkennen, die ist eigentlich eher für physische. Aber hier kann ich ja eh nicht weiter reingehen, ne? Nee, kann ich das auch wieder wegmachen? Ich pack dich mal dahin. Haben wir ein bisschen mehr Licht. Ist auch nicht schlecht. So, wahrscheinlich in. Ich wollte gerade sagen, in der Tasse. Also, ich muss anscheinend nicht unbedingt. Oh. Ja. Ich muss nicht hundertprozentig alles direkt. Ja. Okay, machen wir es mal so. Schieben wir es dahin. Okay, und der Computer. Nanodeck Office Terminal. Die Chatnachrichten aus dem Bildschirm zeigt an, dass der Inspektor den Türschlüsselcode auf seine Ausweisnummer zurückgesetzt hat. Ich sehe jetzt aber keiner. Okay, ich komme da aber nicht rein, ne? Hier drüben noch was? Map. Eine Karte in der Stadt Forest Grove. Unsere vorläufige Suche in den umliegenden Gebieten hat keine Hinweise ergeben. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, das Haus mit dem Nanodeck zu durchsuchen. Es wäre halt cool, wenn man später wirklich noch rauskommen würde, aber gut, wir gucken dann erstmal. Was ist das? Nano Office Deck Terminal. Jo. Da kommen wir wahrscheinlich raus. Grüße. Inspect items nearby to find out who last used the terminal. Inspect items nearby to find out who last used the terminal. Naja, unser Dings hier, ne? Was bist du? Bist du so ein Nano hier? Ach. Dies ist eine Überwachungsdrohne. Meine ich ja, Nanodrohne. So. Ändere sie nicht und versuche nicht, sie zu manipulieren. Mal gucken. Okay, okay. Die Sache ist eigentlich, der Detektiv vorher war das ja gewesen, ne? Hier müsste ich jetzt wahrscheinlich einen Code eingeben. Jo, war klar. Ich gehe mal wieder raus. Er hat auf seine Dienst... Aber haben wir den... Den Typen haben wir an sich nicht gehabt, ne? Er hat ja auf seine Dienst... Na? Marken, bla, hier, man... Chatnachricht auf dem Bildschirm zeigt an, dass der Inspektor den Türschlüsselcode, den wir jetzt brauchen, auf seine Ausweisnummer zurückgesetzt hat. Wo finde ich den Ausweis, Mann? Ich meine, ich habe jetzt kein... Ja, wo kommt das jetzt auf einmal hier? Das war jetzt nur Zufall. Fall, toll. Inspektor Somerset wurde mit mehreren verdorbenen DNA-Beweisen in Verbindung gebracht. Okay, das macht sogar Sinn. Okay, 57, lala, Selemore, hergezogen. Okay, 2564. Aber das haben die jetzt automatisch gemacht, ne? Weil ich, ja gut, ich bin nach dem Dings nicht wieder reingegangen, ne? Aber okay. Ich dachte eigentlich, wir müssten da jetzt verschiedene Sachen auswählen, um das in Verbindung zu bringen, weißt du? Aber okay, dementsprechend erstmal abgeschlossen. Ich habe so ein bisschen, ich würde halt echt gerne alle Beweismittel und so finden und den Fall vernünftig lösen, aber das könnte vielleicht ein bisschen tricky werden. Mal gucken. 2, 5, 6, na, 4. Enter. Jo. Ach du Gottes Willen. Ich habe jetzt... Die Vorstellung in meinem Kopf war, dass wir jetzt in so ein schönes Herrenhaus kommen. Aber anscheinend muss ich mich halt wirklich in verschiedene Dings erstmal reinbeamen, ne? So, letzter Berichtstisch.
Okay, was haben wir hier? Dies ist ein neues Memorandum, das an alle RFB-Standorten benötigt wird. Wie es heißt, ist die Einhaltung vorgeschrieben. Okay. The RFB lighting and projection drones have been deployed. Please load the scene and begin your investigation. Muss ich jetzt meinen wirklichen Namen von der Ermittlerin hier eingeben? Wir können hier nochmal gucken, was ist das? Schnellreiseort von dem, okay, von dem Tablet. Was macht das hier? This report desk is used to conclude your case. You can assign charges to any potential suspects as well as to highlight evidence to support those charges. Oh, okay, dann war das doch das, was ich dachte, was wir erst am Schluss brauchen. Okay, dementsprechend mache ich einfach mal so. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wirklich ihren Namen brauche, sonst muss ich nochmal kurz nachgucken. Ferngesteuerten Forensik. Ja! Okay, Riss. As the first remote forensics investigator, you are to canvass the scene, gather evidence, and investigate any foul play. Okay. Wollte gerade sagen, bin ich jetzt schon drin? Nee, noch nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß, das war jetzt nicht die komplette Bude oder so, aber dass uns einige anscheinend wichtige Stellen schon gezeigt wurden, habe ich zumindest das Gefühl. So, Zoe, 16 Jahre alt, wurde am 13.07.72 um 3 Uhr morgens von ihrer Stiefmutter Mary als vermisst gemeldet. Mary sagt, dass sie Zoe gestern Abend gegen 23 Uhr in ihr Schlafzimmer ins Bett gebracht hat. Durchsuche das Haus und finde Zoe oder jegliche Informationen über ihren Verbleib. Ich schätze mal nicht, dass wir Zoe finden. Natürlich, erste Tatverdächtige wäre jetzt wahrscheinlich Mary, weil sie als letztes lebend gesehen hat. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Um Zoes Zimmer zu starten, um hier zu starten. Ich mach mal hier. Vielleicht kann ich ja dann eh dahin, aber... Achso, ich kann gar nicht hier runter, ne? Ah, okay, wir müssen in Zoes Zimmer. Wir müssen in Zoes Zimmer. Glaube ich. Ja. Oh shit. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Ja. So ein Mist. Nein, Alter, wieder die falsche. Oh Gott, hier eins. Ach so. Aufgabe. Okay, dementsprechend ist das aber so wie das Zimmer. Um die Overcam zu positionieren. Blöd jetzt. Nein, nein, hau ab hier vom Berichtstisch. Das wollen wir noch nicht. Aber gut, dass wir da gleich hinkommen. Okay, hier kann ich mich hin teleportieren. Das ist nice. Zoes Zimmer. Ich dachte, ich kann jetzt hier runtergehen und dann da irgendwie rein. Aber ist nicht das Ding zum Teleportieren wieder? Oh, zum Teleportieren gedacht? Steht da nicht? Schnellreiseort für dein FAB-Tablet. Ist das jetzt nur fürs Tablet? Warte. Das muss irgendwie so hingehen. Ich
weiß halt nicht, wo hier Zoes Zimmer ist, ne? Erste Etage, Hovercam, ja. Gleiche Bierspuren ab und ein Audio vom Winter ab. Ja, aber wie komme ich denn jetzt dahin, Mann? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber war nicht irgendwas mit Teleportieren? Muss doch irgendwie das... Okay, warte mal. Das Ding ist, wir haben ja viel Tutorial und ich habe erst viel gelesen. Ne? Eigentlich wollte ich hier wieder ganz normale 20-Minuten-Folgen und sowas machen. Hab aber das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen sehr stucke. Und ich gerade... Ja, ich guck einfach mal, wie wir da hinkommen. Dann sehen wir uns in Zoes Zimmer wieder. Also bis gleich. Ach lol. Auch schön. Ich habe endlich mal die Treppe gefunden, wo ich runterlaufen konnte. Okay, es ist aber nicht das Herrenhaus, was ich mir so vorgestellt hatte. Anscheinend. Was ist das? Schnellreiseort. Okay, dann können wir, denke ich mal, jetzt hier schnell hinreisen. Ist fast ein bisschen schade. Ein sehr teurer Bodenglobus, den Rebecca in Kairo gekauft hat. Es gibt viele Fotos und Videos von Zoe als Kind, die diesen Globus... Die diesen Globus drehen? Hä? Es gibt viele Fotos und Videos von Zoe als Kind, die diesen Globus drehen. Okay, weird. Die Sache ist, das dient ja, glaube ich, bloß zur Helligkeitsplaner. Das macht ja nichts weiter. Hoffe ich jetzt mal. Okay, hier ist anscheinend... Alter, ist das komisch. Was ist das denn? Und Projektionsbild aus dem Foyer. Verwende die Hovercam, um dieses Projektionsbild mit dem nahegelegenen Biotracks abzugleichen. Frage ist bloß... Das scheint ja irgendwie von oben zu kommen. Ich meine, ich kann den ja... warte, erste Etage. Ach, da bin ich. Okay. Ich nehme dich mal mit. So, ich pack dich mal direkt. Hier. Okay, da ist er. Kann ich das jetzt machen? Also, oder muss ich das exakt... LOL. Bestätigen Zugang, indem du drei Bilder von Gegenständen auf dieser Etage auswählst. Oh, das hätte ich mir merken müssen. Sicherheitsbilder, die von der Hovercam aufgenommen wurden. Oh, das habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt, was im ersten Stock noch alles war. Shit. Warte mal, vielleicht... Okay, muss ich es mir jetzt merken? Ich finde das doch ein bisschen seltsam von der Herangehensweise her, um ehrlich zu sein. Auftüdeln kann ich den... Nein, nimm den mal. Auftüdeln würde ich gerade sagen, kann ich den glaube ich nicht, ne? Okay, da haben wir wenigstens was. Okay, verdorbene DNA. Nicht, dass das von unserem... von unserem Vorgänger ist. Ah, warte. Wir haben es gleich. Okay, befinden sich im Foyer. Normales Sweatshirt für Teenager. Ich hätte jetzt da kein Sweatshirt raus, aber okay. Das Material für sich ziemlich weich. Er fühlt sich ziemlich weich hier auf dem Gegenstand befundene Weise. Verdorbene DNA. Aber ja. Da komme ich wahrscheinlich bloß wieder aus der Szenerie raus. Aber von was? Okay, Schnellreiseort. Ah. Okay.
Okay, gut. Das Kuckrohr hatten wir, glaube ich, gehabt. Eine ägyptische Statue, die in Kairo gekauft wurde. Diese Statue sind Sammlerstücke und es scheint, dass die Familie mehrere davon gekauft hat. Moment, cool, ranzoomen können wir auch. Können wir durchgucken? Max wertvollster Besitz, ein antikes Tischteleskop. Dieses Teleskop wird befestigt, um den Nachthimmel zu betrachten. Okay, wir haben das. Wir haben noch hier den Globus. Okay, er stand mir, glaube ich, im Weg. Also, wir haben viel antiken Shit hier, ne? Statue hat Rebecca auf einer Reise nach Kairo gekauft. Ich finde es fast ein bisschen komisch, dass Kairo die ganze Zeit ihr Thema ist, weil da fliege ich demnächst auch hin. Rebecca erwähnte online, dass sie Max Ziel symbolisiert, immer besser zu werden. Dass sie Max Ziel symbolisiert? Okay. Rebecca erwähnt auch, dass die drei Statuen zusammen die Stärke ihrer Familien zeigen. Ja, hat jetzt ja nicht so super funktioniert. You can now fast travel between rooms using your tablet. Ja, würde ich aber erstmal nicht machen. Okay, das ist wieder ein neues Hologramm-Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt bloß von hier gemeint ist. Da haben wir auch noch ein neues. Deswegen, ich werde mal kurz reingucken, ob wir die. Aber ist ja vom Stockwerk, ne? Von dieser Etage. Gucken wir jetzt bloß mal ganz kurz um. Einfach bloß mal die Bilder oder die Gegenstände versuchen, irgendwie so ein bisschen zu merken. Überall in der Wohnung können Audiofragmente gefunden werden. Sobald sie rekonstruiert sind, können sie Aufschluss über vergangene Gespräche geben. Okay. Rekonstruiere die Audiofragmente, indem du das stärkste Signal findest. Bewege dich nach links, rechts, um dich auf das Finden des Signals zu konzentrieren. Benutze Klarheit, um das Signal zu verstärken und zu hören. Wenn Klarheit voll ist, wird das Gespräch abgespielt. Okay, bewege dich nach links oder rechts. Ja, aber woran messe ich das jetzt? Das ist ein bisschen komisch. Das Audiosignal wird freigeschaltet, wenn du volle Klarheit erreichst. That's one of the great things about them. You kids wouldn't understand. Can you hear us? Yeah, Keith, I can hear you. Oh my god, and the traffic too. Why are all those old cars so loud? That's one of the great things about them. You kids wouldn't understand. Not all tech progress is a good idea. We know how you feel, Brad, but you have to think about the planet. You know what I'm really talking about. That stuff your dad's been working on. Think of it. Worldwide. Nanobots watching everything we do. Digging their tiny little tentacles deep into all our lives. Come on, guys. Don't start in on this again. I don't want to get caught in the middle. Well, all I'm saying is, and even that Roger guy knows what I'm talking about. Don't bring that creep up, Brad. Jeez. Aren't you guys just supposed to be following Mary? Keep your eyes on the road. We'll call you back when we know more. Okay, cool. Okay, ich meine, wenn ich jetzt nochmal hochgehe. Okay, nein. Yeah, Keith, I can hear you. Ach so. That's not all tech progress. Okay. Ich spule das mal schnell vor. Ich wollte bloß mal gucken, ob ich noch irgendwas rausfinden konnte. Also, weil das ist halt ein bisschen komisch. Ich habe jetzt bloß mir einen Bereich okay, rausgesucht, cool. der. Außer als ob der irgendwie was Wichtiges sein könnte. Was ist das denn? Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Das wäre ein Schnellreisepunkt, ne? Ja. Zwischen den Zimmern. Ich würde es aber erstmal dabei belassen, dass wir so rumlaufen und das in Ruhe angucken. Ich glaube, da ist mehr mitgeholfen. So, eine beeindruckende Skulptur des antiken Gottes Maratha. Man glaubt, dass eine Skulptur von Maratha in deinem Haus das Böse davon abhält, den Weg in dein Haus zu finden. Diese Skulptur wurde von Max für 8.400 Dollar gekauft. Stolzer Preis, stolzer Preis. Hier ist auch noch jemand. Hier haben wir noch einen Brief. Okay, oh, wie ich das hasse. Ist auf der anderen Seite eigentlich? Warte, ich hab's gleich. Okay, DNA.
Okay, jetzt können wir uns aber Aufschluss geben, von wem der ist. Okay, wir brauchen noch ein drittes. Ich werde mir, auch wenn das dauern wird, ich werde mir bei solchen Geschichten Zeit lassen. Ich will ja auch alles finden. Ich meine, ist hier noch ein bestimmter... Ah. Okay, medizinisches Rezept für die Familie. Okay. Ich denke mal, Zusammenhänge... Oder kann ich es... Nee, auswählen kann ich es ja nicht, ne? Ich denke mal, Zusammenhänge werden selber, glaube ich, hergestellt. Okay, das ist das Outro-Fragment. Das ist das Papierchen, was wir gerade hatten, oder? Ah ja, vielleicht können wir damit noch später mehr machen. Aber, weil ich jetzt gerade mal so auf die Uhr gucke, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich eh wieder nicht schaffen mit den 20 Minuten, aber weil ich mir auch, denke ich mal, relativ viel Zeit lassen werde, um alles zu finden. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es gespeichert hat. Ich hatte zumindest bloß mal bei den Einstellungen gesehen gehabt, glaube ich. Kann ich hier nochmal drauf speichern? Ja, möchte ich. Okay, dementsprechend werden wir uns dann hier an der Stelle wiedersehen. Am Anfang viel Tutorial und worum es in dem Fall überhaupt geht. Werd dann aber gucken, dass wir dann morgen ein bisschen... Oh, hier ist noch was. Und ich bin hier irgendwie gerade gefangen beim Stuhl. Geil. Ich komme hier nicht mal raus. Okay, gut, der Stuhl hat... Ah, ich wollte gerade sagen, der Stuhl... Der Stuhl hat gemeint, von wegen, wir dürfen nicht weiter. Ja, wir werden uns dann morgen auf jeden Fall im ersten Stock noch weiter umgucken. Gucken, ob... Ich glaube noch nicht, dass wir sehr viel rausfinden werden. Aber was ich ganz gerne machen würde, nochmal dann mich umschauen, damit ich die richtigen Gegenstände finde. Okay, das sehe ich schon mal. Aber ich will halt nicht dumm umherraten, ne? Wir brauchen ja bloß drei an sich. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall morgen. Würde an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so schlüssig, weil ich bin halt immer noch so... Für mich ist es interessanter, so ermittlungstechnische Sachen... Naja, nach der guten alten Art zu machen, kann man das so sagen. Das muss ein schlechtes hier sein. Vielleicht geht es auch so mehr in die Richtung, aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht wirklich ist, rumlaufen, sich alles angucken, die Spuren genau zu finden und, sage ich mal, die Denkarbeit macht dann das Spiel halt selber. Also mit Schlüsse ziehen und sowas. Vielleicht nicht am Ende vom Fall, aber so mit den Spuren, die zusammengehören, ne? Das würde ich ein bisschen schade finden. Aber es ist erstmal bloß ein Gefühl. Dementsprechend würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen an unserem Tatort hier wieder. Also bis denn. Ciao, ciao.